Hallo und herzlich willkommen zur vierten Dark Ride Challenge von Anaxagoras, den lieben Cedric, der uns diesen Dark Ride zur Verfügung gestellt hat und 4 Monate Bauzeit dieses wunderschöne Schmuckstück uns zur Verfügung gestellt hat. Die Jungs sind natürlich auch wieder mit dabei und ihr dürft gerne mal Hallo sagen. Moin Moin. Ich bin Metaro, bin auch dabei. Ah, wunderschön. Ja. Toll gesagt. ihr, kurzer Fun-Fact. Vor einer Stunde ist das Interview online gekommen und es gibt gar keinen Namen für diesen Dark Ride. Und ihr wisst jetzt zwar, welchen Namen dieser Dark Ride hat, aber wir zu diesem Zeitpunkt bei der Aufnahme nicht. Denn wir werden diesen Dark Ride einen Namen geben, nachdem wir diesen Dark Ride durchgelaufen sind. War keine Live-Challenge hier. Ja, genau, kleine Live-Challenge. Aber das während des Videos? Weil da muss ich mir während des Videos überlegen. Ja, genau. Ja, ja, natürlich. Wann denn sonst? Ja, vielleicht danach. Danach? Nee. Wir starten das Ganze jetzt mal und sehen hier natürlich ein bisschen mittelalterlich angehaucht. Hier sind 3 Attraktionen drin, tatsächlich. Der Dark Ride, also im Endeffekt gibt es 2 Dark Rides, wie ich das so richtig verstanden habe. und ein Flat Ride. Ich bin sehr gespannt und die Kulisse ist einfach. Da war wohl einfach. Ist mega, ja. Ich meine, das Thema mag ich ja sowieso gerne. Ja, es sieht schon sehr cool aus, ja. Es ist richtig krass. Es ist richtig krass. Es ist so eine riesige Stadt hier. Es ist ja, wie du schon bei der Chrissy gesagt hast, wir haben so krasse Erbauer bei uns in der Community. Ja. Es ist wirklich unfassbar, was hier vor allem in 4 Monaten. Guck dir die ganzen Details an. Was in 4 Monaten gebaut wird, ist echt Wahnsinn. Das ist so ja, bei uns gibt es halt Qualität. Statt Quantität, gell? Dafür stehen wir mit unserem Namen. Nur dank den ganzen Abonnenten. Ne? Also das ist schon krass, was ihr alles hier baut. Es ist so groß, dieses Teil. Trotzdem ist alles so detailliert und abwechslungsreich. Das ist echt der Hammer. Ja, der Cedric sagte auch, von wegen, er wäre dankbar dir für die Größe. von der Challenge, also es sind 200 mal 200 Meter tatsächlich und ja, da kann man schon einiges bauen. Wird voll ausgenutzt. Voll. Ich finde das so gut, dass das voll ausgenutzt wird. Das ist Wahnsinn. Und es gibt tatsächlich 2 Eingänge in diesen Dark Ride-Bereich. Ja, kann man drumherum einen Park bauen, ist auch schön. Das ist Wahnsinn, gell? Das ist wie das unfassbar aussieht, ey. Ist ein eigener Freizeitpark hier. Ja, das ist wirklich ein ganzer Park. Oh, ich habe einen Speicherpunkt. Krass. Perfekt. Ah, läuft. Also es ist halt wirklich ein eigener Themenbereich hier, ne? Ist nicht einfach nur ein Dark Ride. Ja, ich habe ihn mal gefragt, ob er wüsste, wie viele Teile ungefähr hier verbaut worden sind und er sagte 40.000. Oh, hui, okay. Ja, könnt ihr euch noch an die Parktour erinnern, der 40.000 Teile für den ganzen Freizeitpark gebaut hat? Pirates of the Caribbean? Ja, geht so und so, ne? Das ist Wahnsinn, ne? Also man kann mit 40.000 Das kann der Rick und ich leider nicht. Nee. Dem Metaro traue ich noch so ein bisschen zu, oder? Obwohl, Sardine habe ich hingekriegt. Ja, das ist einfach ein Blueprint. Ja, das stimmt. Ja. 372.000 Teile, Bella Italia. Und 300.000 davon sind Fässer. In Venedig. Ja. Mindestens. Ach, guck mal, hier geht es zu einem Fahrgeschäft. Aber zu welchem? Wenn wir so das viele hier haben. Nicht. Sollen wir da schon rein? Ja, wir gehen da rein. Dafür sind wir hier, ne? Ja. Guck mal. Fässer, hey. Willst du zählen? Nee, besser nicht. Ja, kannst du das Video ja dann nochmal angucken. Ja, Frame für Frame gehe ich nochmal durch. Okay. Ja, das macht auch Sinn. Ist auch wirklich schön geworden, ne? Mit der Hintergrundkulisse. Finde ich toll. Selbst der Mitarbeiter hat ein Häuschen bekommen. Guck mal. Ja, so muss das ja. Voll schön. Ach, ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Guckt euch das mal an, ey. Wie viel. Also. Das sieht echt wieder super gut aus. Liebe zum Detail, ne? Mhm. Das ist echt unfassbar. Da sieht man, was man in 4 Monaten schaffen kann. Ja, ich glaube, hier kommt sehr viel Detail dadurch, dass es halt
in verschiedenen Ebenen ist, ja, aber halt vertikal. Also halt nicht in der Horizontalen, sondern in der Vertikalen. Weil ja. Die Gebäude alle unterschiedliche Formen haben und ineinander geschachtelt und voreinander hintereinander stehen und so. Das stimmt. Vielleicht wirkt das Ganze viel größer. Ja, das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht. Gibt so richtig Tiefe. Es sind auch hier so kleine Spotlights in den Boden reingebaut. Ich bin mal gespannt, wie es nachher im Dunkeln aussieht. Mhm. Und hier gibt es einen Eingang. Das sieht nach Hauptattraktion aus, ne? Das sieht nach Hauptattraktion bisschen, aus. Bisschen, ja. Aber hier vorne war auch nochmal irgendwas. War das der Ausgang gewesen? Also hier geht es auch mal irgendwo lang. Ich habe ein bisschen Angst schon irgendwo. Also hier steht Exit. Das ist der Ausgang, okay. Okay, aber hier ist auch nochmal irgendwie so ein Durchgang. Ich weiß halt nicht, ob hier... Da ist noch was. Oh, okay. Entrance, okay. Ja gut, ich meine, wir haben jetzt drei Eingänge gesehen und es gibt drei Attraktionen in dem Park, ne? Also, ja, das stimmt. Das passt schon. Frage ist nur, in welchen gehen wir? Ja, ich habe keine Ahnung. Oh, komm, wir gehen hier rein. Nee, wir gehen in den anderen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß es ja selber nicht, keine Ahnung. Ja, komm wieder auf einen anderen, jetzt bist du eh schon da. Jetzt komm hier, komm, gib rein. Also hier ist eine kleine Kapelle gebaut. Ist immer gut als Eingangsbereich, habe ich jetzt schon ein paar Mal schön, gesehen. Schön geworden. Ja, ne? Das ist wirklich toll. Hier steht jetzt nichts dabei, von wegen, ob dunkel oder nicht, ne? Also wir wissen nicht, wofür wir anstehen. Aber wir haben Dark Ride, also gehen wir mal im Dunkeln durch. Ja, ist bei Innenräumen eigentlich nicht verkehrt. Klingt nicht verkehrt. Schick. Sehr schick, ja. Aber ich mag die Dinger hier auch, ne? Passen voll gut. Mhm. Sehr gut hier rein. Das ist auch schön gemacht, ne? Das sind hier so zwei einzelne Teile und es sieht aber aus wie ein ganzes Fenster, ne? Das ist echt schön. Ich glaube, eine von den Dingern ist gar kein Fensterteil gewesen. Ich glaube, das ist einfach Marmor, oder? Das ist ein Fenster. Nee, das ist auch ein Fenster. Ja, sieht so nach Stein aus irgendwie. Tallstein. Stained Glass. Okay, nee, okay, ist doch Glas, okay. Moon Knight Stained. Die haben nicht in Trunningburg nämlich auch gebaut. Ja, du bist unser Experte bei Custom Media, Quatsch, Team DK. Du bist der Einzige, der uns da irgendwie so ein bisschen Berührungspunkte hat. Genau. Fässer. Ey, cool. Oh. Ganze vier habe ich jetzt gezählt. Oh, wie cool. Ja, war schon bei mir. Okay, hier erwartet uns ein Drache. Ein Drache, ja. Ist schon fast zu cool für so einen Wartebereich. Sieht schon echt gut aus. Ein paar Piratenbilder an der Wand. Okay. Hier sind auch nochmal Piratenbilder. In einem Mittelalter-Thema. Piratenmittelalter. Okay, wir müssen ein bisschen mitdenken jetzt für das Setting, ne? Für den Namen. Ja, eben. Oh, eine Riesenglocke. Oh, schön. Okay, wir sind auf jeden Fall hier in der Station und... Ach Gott, nee. Oh, das war ein guter Weg, den wir gelaufen sind. Oh, krass, okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein bisschen bei der Achterbahn. Oh, das ist eine Achterbahn. Ah, wir haben die. Er sagte ja, er hat eine Wasserbootsfahrt als Dark Ride. Ah. Und eine Achterbahn nochmal auch als Dark Ride. Okay. Einer ist ja langweilig. Man muss da zwei bauen. Hast du Zeit gehabt? Jetzt haben wir schon. Toll. Jetzt hast du zu spät Pause gedrückt. Jetzt bin ich gespoilert worden. Oh nein. Oh, Kerl. Jetzt weiß ich nicht, ob ich auf Testfahrt machen kann. Ja, mach doch. Tja, keine Ahnung. Ich glaube, du hast den Weg. Ich weiß nicht, ob hier so ein Eingang platziert ist wie. Silverwood? Eingang? Oder ob du hier. Ja, wegen Gäste. Weil dann lohnt sich das ja nicht. Oder? Ach so. Hier sind keine Gäste drin. Ja, siehst du, dann macht doch das Wort. Ja, nee. Es war halt offen, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob ich Test mache. Ach so. Ja, das kann auch die Trigger so ein bisschen durcheinander bringen, wenn man. Ja, gut, dann machen wir mal wieder auf. Nee, wenn wir ein bisschen warten, dann kommt das. Ist das okay? Zu Test. Schneller. Okay. Der Zutest. Wir setzen uns rein. Der Zutest. Das ist gut. Hey, du bist der Schnittrick hier. Der hat's drauf. So, wir starten unsere erste Dark Ride-Bahn in diesem Dark Ride. Das ist ein Spark. Das ist so phänomenal. Let's go. Wollen wir mal sehen, was passiert. Ich vermute, wir sehen gleich einen Drachen. Oh, du hast recht. Eingebung.
Oha, hast du schon geguckt oder was? Ich wurde gespoilert. Ach krass. Kennst du ihn schon? Ja, ich hab den gebaut. Ach so, du bist der Trick. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Und er hat zusammengebaut, ja? Das kann auch sein. Deswegen hat wenigstens so lange gedauert. Ja, ey. Ja. Guck dir mal die Teile an. Aber das ist schon wieder krass, was hier ja, schon gebaut wurde. Das ist Wahnsinn. Das ist ja gar nicht der richtige Dark World, das ist ja die Achterbahn. Nee, das ist die Achterbahn. Ja, eben. War komplett durchthematisiert. Komplett, ne? Komplett. Und dann kommen wir wieder zurück. Hey, cool. Das ist doch Wahnsinn. Ich weiß ja auch gar nicht, wo lang. Guck mal, das Ding hat einen Namen gehabt, ne? Echt? Ich glaube schon. Ich meine, ich habe da was gelesen. The Devil in Belfry. Okay. Das ist krass, dass der Drache hier. Das ist so gut gemacht. Das ist schon cool mit dem Loch in der Wand. Ja. The Devil in Belfry. Okay. Ja, vielleicht heißt unser Land ja so. Oder die Stadt oder wo auch immer wir hier sind. Das kann auch sein, ja. Das ist so krass, das ist alles thematisiert hier. Ja, auch in den kleinsten Ecken sind Details, finde ich super. Aber das sieht man halt auch. Ja, das ist halt für uns gebaut. Ja, ja aber wirklich. Ja. Wir gucken überall hin. Ja. Hier sind die ganzen komischen Schweinchen. Oh, ey, das ist so wunderschön, ey. Das ist krass. Ey, das ist. Ich komme so aus dem Grinsen gar nicht raus. Also, das ist so. Einfach nur als Gimmick so nebenbei, neben dem eigentlichen Dark Ride. Das ist ja schon echt heftig. Ey, das ist echt heftig. Also, krass. Das ist so krass. Auch hier mit der Beleuchtung hier. Das ist so cool. Alles für die Atmosphäre. Wow. Jetzt gleich kommt die Achterbahn wieder. Hier auch mit den Bücherregalen alles so voll gebaut. Ja. Das sieht so cool aus. Mm. Schön beleuchtet. Hat die Lampen eine Form gehabt? Sind die Lampen irgendeine Form gehabt? Nee, das sind diese Studiolampen. Ah, okay. Ich dachte, das ist ein F hier. Nein, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen. Wofür gibt es hier einen Schatz? Ja, wenn es einen Drachen gibt, gibt es auch einen Schatz. Ich hatte ihn jetzt tatsächlich nicht gefragt beim Interview, ob es irgendwo ein Easter Egg gibt. Das habe ich nicht gefragt. Naja, also diese Bahn hier ist ja ein eigenes Easter Egg schon fast. Auf jeden Fall hat er hier nochmal. Ja, das stimmt. Allein wie umfangreich das Ding ist. Ja, auf jeden Fall hat er hier auch den Wartungsbereich mit noch hingebaut. Sehr beeindruckend. Ja, die Details, ne? Die machen es dann. Ja. Sehr, sehr beeindruckend. Also Cedric auch. Meinen größten Respekt, also ehrlich, es ist. Ich bin jetzt schon überzeugt. Es ist wie bei den anderen Dark Rides, also es ist, ja. Kann man so machen, gell? Das ist Wahnsinn, was für eine hohe Qualität die alle haben. Ja, das ist krass. Hier auch so kleine Details, ne? Die man schnell übersieht. Ja, Details bringen Dinge zum Leben. Ja. Hier ist auch noch die Tür. Kann man hier sehen, den Gefangenen. Ach, klasse. Echt super. Ja, hi. Grüß dich. Ja, das war jetzt tatsächlich sehr krass und überraschend. Ich dachte, wir gucken Dark Ride. Ich dachte, der wäre nur hier drin. Weil hier ist dann das Ding drin. Ich wusste gar nicht, dass die Achterbahn komplett einmal hier so rumfährt. Damit habe ich nicht gerechnet. Weil er sagte ja, der Dark Ride wäre hier so drin. In dem Bereich. Das kann man aber auch schnell übersehen, wenn man das nicht weiß. Ja, und gut. Das war jetzt das, ne? Und jetzt kommt das. Ja. Jetzt kommt der wahre Dark Ride eigentlich. Und der große Brocken hier. Unfassbar. Und wenn wir schon mal dabei sind, also die Beleuchtung ist auch wunderschön. Mhm. Das sieht klasse aus. Das hat was Magisches. Ja, irgendwie. Ne? Genau. Aber passt doch gut zu der ersten Bahn, ne? Dieses Fantasy, ja. Magie und Piraten. Piraten, ja, war jetzt nichts von zu sehen, ne, bei der Achterbahn. Waren zwar ja gut, das waren nur die Bilder. Bilder. Ne? Genau, wir haben ja nur Team DKs drin und kein Custom Media. Vielleicht, man muss ja auf das zurückgreifen, was es dann als Team DK gibt, als Bilder. Genau.
Oh, es ist schön beleuchtet alles tatsächlich. Ist ja, warmes Licht macht schon einiges aus. Ja. Das stimmt. Ist hier. Das passt auch in das Theming rein. Nee, hier ist tatsächlich nicht die Achterbahn drin. Hätte ich aber jetzt vermuten können. Hier links im Haus müsste drin sein, oder? Ja, so wie die Form ist. Ja. Ja. Oh, ja. Cool, ey. Sehr cool. Ach, ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, ey. Verdammte Hacke, ey. Das ist ja unfassbar. Also, es ging nur darum, einen Dark Ride zu bauen, weißt du? Aber wir haben halt nur Zeug um den Dark Ride rum gesehen. Das ist alles schon super geil. Das war gar nicht die Aufgabe hier. Nee, also, wenn du reinst, park von 45 Minuten. Wahnsinn, Wahnsinn. Ey, ihr seid so krass. Wie soll man sich denn da entscheiden? Also, nach links. YouTube, Instagram, Theme Park Photography 44, subscribe. Okay, habe ich gesagt. Photography 44, echt? Okay. Ab hier dunkel. Ach, wir sind schon die ganze Zeit im Dunkeln. Den schaue ich mir gar nicht mehr bei Tag an. Das sind auch wieder Piratenfotos, Bilder. Jede Menge Fässer. Also Geräuschkulisse ist es eher schon Grusel. Ja, schon, ne? Ja, es ist ziemlich ruhig, tatsächlich. Überall blitzt es und leuchtet es. Ja, ist ein geiles Gimmick. Finde ich gut. Ich mag die Warteschlangen, die sind super geil integriert. Erinnert mich so ein bisschen an Kernern. Ja, schon. Tatsächlich, ja. Fastpass hat er auch noch hier reingemacht. Das ist ja unfassbar. Was ein Unding, der ist sogar thematisiert, das gehört sich nicht. Ja. Oh, hier sind Gefangene. Piraten. Okay. Es wird immer sehr interessanter. Ja, so langsam webt sich doch hier was zusammen. Das, Vielleicht war das ja mal ein Piratendorf und dann kam irgendein böser Zauberer und hat die alle weggesperrt. Kann sein. Du bist der Mann für... Punkt. für Kreativität. Ja, hör mir auf. Okay, da ist ein Auslöser. Darf ich den drücken? Wird wahrscheinlich dafür da sein. Pre-Show. Okay, Pre-Show steht drauf. Pre-Show. Sehr gut. Oh, jetzt können wir noch eine Pre-Show. Sehr schön. Alter Schwede, okay. Einfach den Leuten reicht einfach nicht ein Dark Ride. Da gibt es noch einen ganzen Park drumherum oder eine andere Achterbahn und eine Pre-Show. Ich habe den Auslöser gedrückt. Okay. Darf ich jetzt schon rein? Aber die Tür geht nicht auf, deswegen. Aber da passiert was. Ich bleib jetzt einfach mal hier so. So. Mhm. Ja, wird sich gleich öffnen. Ja, das ist der. Das ist der, ne? Ja. Okay. Okay, wir gehen weiter. Wir schauen uns auf jeden Fall nachher das nochmal genauer an. Also, wir gehen jetzt erstmal rein. Und da sitzt auch schon ein Pirat. Hm. Ach, krass. Ey, was für eine Q-Line. Allmächtiger. Ui. Allmächtiger, was stimmt mit dir nicht? Ach, geil. Das ist einfach, fliegende Holländer. Ich hab so Gänsehaut, das ist unfassbar, ey, das ist, es ist wieder mein Thema. Ich liebe diese Station im Efteling. Das ist also ja, echt gut. Ja, Efteling, ne? Ja. Oh Gott, ist das schön. Wie cool. Das ist so schön. Wow. Ey, also Leute, kann man so einen Park reinstellen. Ehrlich, das ist Wahnsinn, unfassbar, ey. Das ist, weißt du, uns fehlen schon mal wieder die Worte, gell? Das ist... also, was willst du denn auch sagen hier? Das ist ja... Warte mal, ich bin ja noch gar nicht weitergegangen, die Q-Line. Ich wollte es gerade sagen. Ja, natürlich, das funktionierende Fenster, ich liebe es. Ja, das ist... Das ist echt schön. Da freut man sich direkt, ne? Als ich zum ersten Mal als Kind in der Attraktion im Efteling war, weiß ich noch, wenn ich danach als nach Hause gekommen bin, habe ich irgendwie eine Woche lang oder so einfach jeden Tag versucht, so was Ähnliches in RC3 zu bauen. Ja, ja. Aber der Efteling ist tatsächlich, was Dark Rides angeht, einfach top, ne?
Das ja, ist, stimmt. Es ist schon hohes Niveau, also wirklich. Es gibt ja auch nicht so viele andere Dark Rides. Nee. Bei uns in der Ecke hier. Ja, doch, das Geister. Der will doch Fastpass mal absuchen. Achso, ja, stimmt, schon mal dabei. Der war, nämlich, der war da an mich auch schon thematisiert. Sollen wir nochmal durch, oder? Jo. Na, wenn da irgendwas sein sollte. Es ist ja scheinbar doch irgendwas an Theming hier. Ach, guck mal, das ist echt kurz. Ach, krass. Ja, ah, sehr der cool. Kerker von der anderen Seite quasi. Ich finde das gut, dass nur die Stelle, die man von der normalen Warteschlange sieht, thematisiert ist. Den Rest nicht. Finde ich gut. Ja, ja. Also ist hier doch darauf geachtet worden, dass man hier was verpasst. Man verpasst die Pre-Show auf jeden Fall. Ja, so einiges verpasst man hier. Die gucken wir auf jeden Fall nochmal nachher. Auch diesen genau Blick mal von oben hier auf diesen Raum. Ist ja, 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 ja. Ach, das ist... Ach Gott, das ist so wunderschön. Ich könnte weinen, ehrlich. Also, Mensch, die Leute wollen unbedingt Trophäen haben, ne? Hängen sie richtig reingehangen. Ja, also, wie soll man sich da entscheiden, ey? Also, mir ja fällt's echt schwer. Tut mir leid, ja, aber das wird so anstrengend. Also. Sag mir auch so, bewerten kann man das irgendwie fast gar nicht. Nee, das, also, ja. Wir schauen mal. Wir haben ja noch einen Dark Ride. Ja, ja, ja. Wir haben ja noch einen, also. Der Apparation heißt dieser Flat Ride. Und es steht auf offen. Ja, dann setze ich rein oder auch nicht. Oder ich drücke das Ding Pause. Eingestellt. Ist das Ding okay so eingestellt, dass man da mit jeder Last losfährt? Sonst warten wir jetzt ewig. Ich könnte ja eigentlich sagen, wo war's? Station nicht blockieren, dann fahren wir gleich direkt los. Stimmt, ja. Theoretisch. Bestimmt. Yep. Jo. Verhext. Oh Gott, ich freue mich. Sitzt mir eigentlich vorne richtig? Ich weiß es nicht. Ja, da doch. Schon. Das sind ja diese Splash-Dinger, das passt schon. Ja, also. Der fliegende Holländer kommt hier auch erstmal ein bisschen. Was? Was? Wow. Alter. Oh, ich lehne mich gerade ein bisschen zurück. Ich genieße es. Ist mir sowas von egal. Ich sag jetzt einfach mal 8 Minuten nichts. Ey, ich freue mich schon, wenn wir gleich nochmal durchfliegen. Sich umzuschauen, ist bestimmt ja cool. Ja, da ist ja Dennis sein Thema hier. Das hat ja gar nichts mit Mittelalter zu tun. Nee, absolut gar nicht. Ja, ich wüsste jetzt auch noch nicht wirklich, wie die Geschichte ist. Mal hier auch noch rechts, links reingucken. Aber machen wir alles nachher. Wir fahren jetzt erstmal die Strecke. Ich genieße das jetzt hier erstmal. Das ist jetzt doch alles so riesengroß. Alter, guck dir das mal an. Das geht da im Hintergrund ja noch weiter. Ja, ja, da kommen wir bestimmt noch hin. Und wenn nicht, ist es absurd, dass es bis dahin gebaut ist. Na gut, wir haben die Halle gesehen. Ne? Wir können die war schon riesig, ja. Doch, da kannst du schon einiges, da kannst schon einiges reinmachen. Alles im Wasser, ne? Mhm. Muss ich das halt reinziehen, ja, 4 Monate. Ja. Das sind tatsächlich Ritter. Tja, wie passen die jetzt hier rein? Ich hab schon einen Namen, aber den sag ich erst am Ende. Ja, ich glaube, ich bleib bei meiner Theorie mit dem. Wobei, macht auch keinen Sinn, dass diese Fantasy-Welt ja, mit Verhext ist eindringt. Jetzt, ja, das funktioniert auch nicht. Nee, ich meine, die Ritter kämpfen gegeneinander, das passt irgendwie nicht. Ja gut, aber ist auch nicht anders möglich, das ist halt verpackt. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist...
Aber auch Piraten kämpfen mit Schwertern. Und Rüstungen? Nicht unbedingt, aber wer weiß, in welcher Zeit dieses hier spielt. Vielleicht ist es ja tatsächlich Fantasy. Ja, es ist auf jeden Fall irgendein Crossover zwischen diesen zwei Dingern. Ja, ist sehr, sehr interessantes Thema, ja. Oh Gott, ich freue mich schon, hier gleich durchzufliegen, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals so ein Wasserspiel in der Darkwood gesehen habe. Das ist ja voll die geile Idee. Stimmt. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Oh Mann, ey. Das ist so wunderschön. Ich mag das mit dem Hintergrund, dass diese Sternenwand da so gut in Szene gesetzt wird dabei. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um irgendwie Dark Rides zu simulieren hier. Ja, wenn ich jetzt 12 Uhr habe, ist hier Tag hell, ne? Ja. Aber es soll ja Placo 2 besser geworden sein. Also, wir sind gespannt. Da ist das noch nicht so genau. Da ist das noch nicht so genau. Kommt ja, noch. Kommt noch. Ja, ich kriege auch keine Kransätze mehr raus, wenn ich mir das anschaue. Ja. Könnte das sein, dass die Gebäude, die hier drin stehen, dieselben Fassaden sind, die draußen sind? Mir kommt das ein bisschen bekannt vor. Möglich. Kann sein. Ich meine. Also ist ja nichts Schlechtes. Ist ja nicht schlimm. Nö, absolut nicht. Ich meine. Vielleicht irre ich mich ja auch. Wäre auf jeden Fall effizient. Das würde das erklären, dass das in 4 Monaten machbar ist. Das stimmt, ja. Kristalle. Im Friedhof? Ja. Ich find's auch gut, dass das so ein bisschen, also dass die Tür jetzt zumindest mal war jetzt ziemlich realistisch auch gebaut. Die war ziemlich weit erhöht, ne? Das war euch bei der an der Achterbahn eben auch mit dem Drachen. Ja. Wir kommen schon zur Station zurück. Krass. Ich hätte jetzt gedacht, es wird noch länger gehen. Beziehungsweise ich hätte es mir jetzt gerne auch noch länger angeguckt. Für euch, dafür gucken sie es auch noch ein bisschen länger an. Ja. Durchfliegen. Also, es war wirklich auch eine sehr angenehme Fahrt. Also, es gab echt super viel zu sehen. Die Bootstour an sich fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Mitzufahren im normalen Tempo. Family Ride, ne? Kann jeder mitfahren. Absolut, absolut. Krass. Super krass. Ich setz mich nochmal normal hin. Ja, Moment. So. Ich bin auch ein bisschen zersauselt heute, weil ich kam vorhin aus der Dusche. Ja, also nicht wundern, warum ich so ein grausiges Haar habe. Weil das auch so wichtig ist. Ich wollte nur mal erwähnt haben. Haut in den Kommentaren alles raus. Los geht's. Jetzt. Ja, sagt uns alles, was ihr über seine Haare wissen wollt. Das ist super relevant für den Dark Knight. Warum sind denn die so lockig? Und alle, die nicht bis hier geguckt haben, sind auf jeden Fall sehr, sehr verwirrt, die jetzt in den Kommentaren schauen. Schauen wir uns mal den Dark Knight genauer an. Das klingt gut. Das ist auch eine Idee. Also wir kommen hier runter und kommen hier schon mal in irgendeine Piratenwelt in den Katakomben, wo uns so einiges erwartet an Gebäuden und Animatronics und Ritter und also hier gibt es eine Kombination aus Piraten und Mittelalter. Finde ich sehr faszinierend, finde ich auch irgendwo gewagt, aber ich finde tatsächlich, es passt so gut miteinander zusammen. Schon irgendwie. Ich finde das so toll. Boah. Das ist halt voll dein Thema, ne? Piraten. Ja, absolut. Absolut. Absolut mein Thema. Oh, wow. Guck mal, da geht's ein bisschen mehr tiefer rein. Das ist so Wahnsinn.
So wie dazu Easter Egg, aber keine Ahnung. Hier blinkt es nur. Okay, hier sind wir draußen. Und in den Kerkern ist nichts drin. Okay, ist tatsächlich einfach nur so ein Gang. Na, sieht cool aus. Sieht auf jeden Fall cool aus, ja. Prison. Ich mag die Türme. Sehr schön. Aber der steht aber auch, glaube ich, auch draußen, wenn ich mich irgendwie. Ja, aber können wir gleich mal schauen. Prison. So, einer da drinne. Was haben wir denn hinter der Kulisse? Licht. Licht. Aber hier ist eine komplette Welt drin, ne? Guckt euch das an. Wow. Das ist unfassbar. Jetzt nochmal ein Freizeitpark in dem anderen Freizeitpark drin. Ja, es sind halt nicht nur Kulissen, ne? Es sind wirklich alles richtige Häuser hier. Ja, es ist einfach ein absolut gelungener Dark Ride. Ja, auf jeden Fall. So viele Details. Ach, wir werden auch so einige Details wahrscheinlich übersehen, aber. Ach, die Bootsfahrt geht da nochmal rum. Ach so, okay. Mhm. Das ist alles so hübsch. Ja, doch, die Fassade kommt mir auch bekannt vor hier mit den Holzdingern an der Seite. Naja, sind die von draußen, die auch hier drinnen sind. Was jetzt absolut kein Kritikpunkt sein sollte. Spart sich halt Zeit. Nee, das ist kein Kritikpunkt. Das ist intelligent. Ja. Man hat der Rick ja auch gemacht, ne? Wo? Pompeji? Nee, Venedig. Ach so, ja, okay. Ja, in Venedig gibt es, glaube ich, zwei Häuser, die kopiert sind. Ja, ja, siehst du. Zwei Häuser. Ja. Schäm dich. Es ist ganz schlimm gewesen, ja. Ja. Fällt auch gar nicht auf. Bei den so vielen Fassaden übersiehst du die auch. Die stehen auch an Stellen, dass man die gar nicht gleichzeitig sehen kann. Also das ist. Ich geht's aber jetzt nicht um Venedig. Das ist richtig. Aber hier gibt's auch Wasser und Boote. Ja. Ich sehe da Parallelen. Und Fässer. Und Fässer gibt's auch noch. Vielleicht habe ich's doch gebaut. Food, food. Ach Gott, oh Gott. Wie viel auch los ist in diesen Gassen einfach zwischen den Häusern. Das ist schon. Ja. Aber wie du schon vorhin sagtest, mit dem Wasserspiel bei einem Wasser-Dark Ride sieht man so eigentlich gar nicht, ne? Ich frage mich warum. Ich habe auch noch nie daran gedacht, das zu machen, aber es ist, passt doch so gut. Absolut. Das ist so wunderschön. Das ist auch ein echt schöner Blick. Ja. Ja, also ich war, glaube ich, selten so sprachlos. Ach, da geht's rein? Ach du lieber Gott. Dann geh doch mal rein. Okay. Oh wow, okay. Die gibt's für einen, würde ich sagen. Ah, schade. Ja, das habe ich nicht kommen sehen jetzt. Sind die Animatronics auch benannt? Nee. Hätte sein können. Ja, jeder macht so seinen ganz eigenen Easter Eggs rein. Es ist trotzdem schön, dass jeder komplett was anderes gebaut hat, ne? Das ist Wahnsinn. Ja. Die Chrissy mit ihrem Horror, der Thrill Felix mit seinem Abenteuer, der Sonic mit seinem Western. Jetzt haben wir hier Mittelalter Piraten. Ich bin sehr gespannt, was der Random Planko gebaut hat. Hm. Aber schon ein bisschen Glück gehabt, ne? Er hat es ja keiner abgesprochen. Wir haben auch keine Vorgaben gegeben oder so. Genau. Das stimmt. Der Cedric sagte auch, er fand es auch gut, dass keine Vorgabe gegeben worden ist, sondern, also, dass nicht gesagt worden ist, der Dark Ride soll nur als Horror bestehen oder so, sondern jeder konnte frei wählen, was er baut, ne? Da soll ja auch jeder Spaß dran haben. Genau, richtig. Ist auch ein richtig cooler Friedhof. Kommst du hier hoch und denkst dir nichts Böses und dann kommst du nicht auf einmal in den Frieden. Okay. Ich finde das geil, wie das Licht oder diesen Säulen wie im Schatten, das ist echt cool. Ja. Das ist wie als wären das irgendwie so Runen in dem Stein. Ja.
Wow, ey, das ist so krass. Und es ist wirklich überall irgendwas, ne? Es ist Jetzt interessiert mich dieser Hund, der kommt mir so bekannt vor. Der stand an der Station, glaube ich, auch nochmal. Dog with Case. Okay, ne, ich dachte, das wäre von Disney irgendwo her, irgendwie so ein Hund. Wüsste ich jetzt nicht. Was bist du denn? Die habe ich eben nicht gesehen. Theme Pirat, okay. Sieht auch ein bisschen stylisch aus. Bisschen untypisch für Pirat, also klar. Ja, ach, guck mal. Stilisierte Pirat. Das sind sie ja wieder. Ah ja, die kennen wir doch. Du kriegst mich nicht. Ja, also Cedric. Ja. Es ist Wahnsinn. Schön. Ja, schön gut, Hut ab. Es ist schön geworden. Ist nett. Ja, ist nett. Ja. War ganz okay. Alter Schwede, ey. Das ist, ja, wir sind absolut sprachlos. Das ist, was? Ich meine, wir wissen, dass ihr alle gut bauen könnt, ne? Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ihr alle so krasses Zeug abgibt. Natürlich, komm mit. Und dann in den Shop rein, natürlich. Ja, Toilette, sicher? Ach, doch, oh, wow. Oh, gut, dass ich reingeguckt habe. Ja, Wahnsinn. Jetzt gibt es hier noch einen Shop. Kannst du noch die Fotos holen. 2690 Euro. Typische Preise für so einen Giftshop, ne? Günstig. Das ist ein Foto. So, Schnapper. Alter Schwede, ey. Ja, das war der Ausgang. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich hier noch... Achso, genau, hier wollte ich ja noch rein. Okay, hier ist nur sowas. Aber hier geht es nochmal eine Treppe hoch. Wo führt ihr hin? Ah, okay. Ist nichts. Ist einfach nur Fassade. Alles Fassade hier. Genau, so, jetzt geht's hier noch irgendwo rein. Hier ist eine Schmiede wahrscheinlich. Ja. So wie es aussieht. Könnte man so meinen, ja. Irgendeine Art von Werkstatt ist es. Ja. Jo, ich sehe schon, der Dark Ride hier geht auch wieder so eine Dreiviertelstunde. Das ist so typisch. Es gibt ja auch viel zu sehen hier. Das ist echt so. So, das war ja hier der Eingang dazu. Ja. Da ist nochmal Toiletten. Das ist der Flat Ride. So, was haben wir denn hier drin? Okay, nix. Sehr zielstrebig ist diese random Tür. Ja. Und hier? Das war der Eingang zum Flat Ride. Achso, hier wäre auch nochmal ein Eingang. Also wir haben hier drei Engel zu diesem Bereich. Ja. Könnte in der Mitte von dem Park stehen. Ja. Ja, deswegen, meine ich ja. Das stimmt. Kannst drumherum noch einen Park bauen. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, wenn das hier noch nicht reicht. Rubylandia. Okay. Nochmal einen Namen. Ja, ist irgendwie, ich weiß auch nicht ganz, welcher Name jetzt zu was gehört. Ja, schreibt mal eure Gedanken dazu, wie ihr diesen Bereich nennen würdet. Also, trotzdem mal in die Kommentare, auch wenn wir schon einen Namen ausgesucht haben. Ja, so richtig schlüssig bin ich tatsächlich noch nicht. Ich auch nicht. Also ich hätte einen tatsächlich, aber das sage ich erst nachher. Ich lasse euch noch ein bisschen zappeln. Also ich habe wirklich einen, nicht, dass ihr denkt, der labert nur. Ich habe wirklich einen. Bin ich gespannt. Ich auch. Hier geht's auch nochmal eine Treppe hoch, dann die Leiter hoch. Also hier ist wirklich überall irgendwie, ne? Also Prinzessin Tau geht erstmal schön in den Shop rein. Ich will erstmal kaufen. Da ist sie. Prinzessin Taro. Ach, guck mal, habe ich gar nicht gesehen. Schließfächer. Hey, ja. Mich juckt die Nase. Oh Gott, Geld. Von wem? Ach, hier ist ja auch noch Merchandise. Gott, ich gucke überall hin, nur nicht auf die kleinen Details, ne? Die sieht man nicht. So, hier geht's noch eine Treppe hoch. Das ist eine sehr prominente Tür gewesen. Dann
Das ist ein Taubenverschlag oder was ist das? Ja. Sieht so aus, gell? Schon ein bisschen. Okay, ich glaube, ich bin durch jede Tür durch. nee, aber was ich vorhin sagen wollte, als der Mitaro Prinzessin Taro gesehen hat, man kommt hier die Treppe hoch, also man kann hier tatsächlich funktional die Treppe hoch, hier die Treppe hoch und dann da in die Tür rein. Oder man geht hier die Treppe hoch und man muss ja hier irgendwie an die Fässer kommen. Das heißt, hier ist auch die Leiter. Ja, es ist wirklich an alles gedacht. Ja, das ist so der, ich glaube, mit einem der einfachsten kleinen Tricks, um mehr Details in die eigenen Bauwerke reinzukriegen. Ne? Einfach irgendwas bauen, was realistisch auch dahin muss. Auch das hier, ne? Das ist eine Couch und ein Teppich. Einfach nur, weil man es als Besucher nur so sehen kann, ne? Und man denkt so, ach krass, da ist ja was drin, ne? Mich interessiert. Man ist neugierig. Was ist da drin? Das reicht ja voll aus. Ja. Das ist so schön gemacht alles, ehrlich. Also. Ja, auch die Kleinigkeiten sind ja auch alle toll hier, ne? Ja. Also allein schon hier die Absperrung vom Weg mit den Holzstämmen finde ich super. Ja. So Kleinigkeiten. Ja, das stimmt. Und da sind überall Kisten und Räder und keine Ahnung was hier. Ja, also hier gibt es einiges zu sehen. Das ist schon alles top. Ist auf jeden Fall nicht mehr viel Boden übrig. Nee. Haben wir hier oben ja noch ein bisschen, ein paar Sachen. Oder ist alles nur Fassade, hat er mal gesagt. Dafür ist die aber recht detailliert. Ah, hier geht's auch nochmal. Okay. So, einen richtigen Easter Egg habe ich jetzt nicht gefunden, tatsächlich, ja. Ja, ich stempel einfach mal die Achterbahn als Easter Egg ab. Okay. Aber gut, muss ja auch nicht drin sein, ne? Nee, muss nicht. Aber hat er gemacht. Ja, er hat viel mehr gemacht, als er hätte tun müssen, ja. Nein, es ist also wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Dark Ride. Da hast du dir wirklich sehr viel Mühe gegeben und es ist auch wirklich sehr, sehr hübsch geworden und ja, was soll man noch dazu sagen, ey? Das ist uns, wir können, das ist einfach toll. Ja, es ist wirklich toll. Ich vielen Dank nochmal dafür, dass du bei uns bei der Challenge mitgemacht hast und uns so einen Dark Ride dargegeben hast. Ja. Ist eine Freude, sich sowas anzuschauen. Ja, absolut, absolut. Ich hoffe, ihr habt euch auch darüber sehr gefreut und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Der Link zum Steam ist auch unten in der Videobeschreibung beschrieben. Und hochliken. Hochliken, ja, auf jeden Fall. Preise verleihen, favorisieren und. Die Welt muss das sehen. Die Welt muss das sehen und zum jetzigen Zeitpunkt ist er auf Platz 6 und Random Planko, der nächste Dark Ride, der bei uns auf dem Kanal kommt, ist tatsächlich auf Platz 4 und die liebe Chrissy ist auf Platz 7 zum jetzigen Zeitpunkt bei der Aufnahme zu diesem Dark Ride. Also es ist schon cool, dass die drei Dark Rides schon so hoch gepusht worden sind. Aber ja, es sind noch zwei, die fehlen. Die müsst ihr auch noch liken. Und das ist Thrill Felix, sein Amazonia Dark Ride und vom Sonic Ovo auch noch der Dark Ride Silverwood. Den auch noch schön hochpushen, weil die haben es alle einfach verdient, nochmal Blanco 1 ein Ende zu geben und mit diesen wunderschönen Dark Rides. Und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden und würden uns freuen, wenn ihr euch natürlich zutrauen würdet, uns ein Abo dazulassen. Ist für euch komplett kostenlos und folgt uns doch gerne auch auf Discord. Dort können wir unter anderem auch miteinander mal kommunizieren. Was man so auf Discord macht, ne? Ja, wie man so auf Discord macht. In diesem Sinne wünsche ich euch. Ja, wie heißt denn jetzt der Park? Ach ja, oh Gott. Ja, du hast. Gut. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen in deinen Flow, ja? Nee, ich war voll im Flow, ja, das stimmt. Mein Name zu diesem Park wäre Pirate Knight. Das finde ich mein gut. Park. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, ne? Pirate Knight. Ja. Ja, passt. Ja? Trifft also zu. Piraten. Finde ich gut. Fand ich jetzt passend einfach. Ja, das wäre so mein Name gewesen zu diesem Park. Ja, du hast auch ein bisschen Doppeldeutigkeit mit der Nacht, ne?
Ja, genau. Night richtig. Night. Oh, sehr gut. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Aber hier, dafür bist du ja. Ja. Du bist der. Ich hätte keine bessere Idee gehabt. Das ist eine tolle Idee. Ja. Nehmen wir so. Ja, nehmen wir so. Also. Bestätigt, TÜV bestanden. Das Thumbnail heißt, oder der Dark Ride heißt Pirate Night. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, wie ihr diesen Park genannt hättet. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert uns.